Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus-Simulator 18. Wir haben am Ende der letzten Folge einen neuen Bereich freigeschaltet und was da genau passiert ist, das werden wir gleich von Herrn Baumann erfahren. Der klärt uns ja hier immer auf und ich glaube, es war das Hafengebiet, was wir da freigeschaltet haben. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an, da müssen wir bestimmt ein paar Linien umplanen oder umlegen. Aussehbar. Ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Du musst mindestens 7 Busse besitzen, um die Haltestelle Hafenverwaltung zu freischalten zu können. Wir haben jetzt 6. Die Frage ist, wo investieren wir das Geld rein? Wir haben ja Geld. Also wir könnten jetzt nochmal einen Bus kaufen. Wir könnten mal wieder so einen MAN. Ah ne, den können wir uns gerade nicht leisten. Und der ist viel zu teuer. Ne, dann kaufen wir uns nochmal so einen Citaro K. Die sind klein und günstig. Was eigentlich komisch ist, ne? Weil in der Realität, okay, ich weiß nicht, wie das mit den Cars aussieht, aber in der Realität ist Citaro oder sind die Citaros ja eigentlich somit die teuersten, ne? Sei denn, man kauft jetzt Erdgas oder Elektro, das kann sein, dass das nochmal teurer ist, aber ja. Naja, wie auch immer, wir kaufen den mal. Also gut, insofern hat das Spiel vielleicht dann schon recht. Wir kaufen den mal schnell. Zup. Vielleicht können wir jetzt pro Folge einen Bus kaufen, das wäre echt ganz cool. Und dann setzen wir da irgendeine Werbung drauf. Aber wir haben ja nur eine. Ich hoffe, dass wir bald endlich eine neue freischalten können. So. Und dann würde ich sagen, Angestellte? Nee. Ah doch, wir brauchen sowieso einen Angestellten auch. Wollte mal Pilot werden, geht freiwillig mit fremden Katzen. Nee, gut, das ist mir irgendwie zu strange. Mag das Schnurren eines Busmotors, hält den Weltrekord im Haferflockenessen, sammelt Porzellanpuppen, schmelzt. Okay, das ist auch komisch, aber Weltrekord im Haferflockenessen, damit haben sie mich überzeugt. Das würde ich sagen, ist eingestellt, der Herr. So, damit haben wir die Hafenverwaltung schon mal freigeschaltet. Jetzt müssen wir... Shubber Grounds. Neue Strecke. Wir nennen die jetzt mal Streckenabkürzung. Wir nummerieren ab jetzt mal mit 100er, würde ich sagen. Das ist ja so in vielen Städten gebräuchlich. So. Shubber Grounds 2. Ah ne, wir starten mal in... Ah ne, wir starten doch hier. An der Flusspromenade. Oakville. Und dann Port Ember. Das ist ja ein riesen Umweg. Dann machen wir es, glaube ich, anders. Wir starten... Wir lassen den hier starten. So. So. Mit maximal 12 Haltestellen. Okay. Okay. Und dann werden wir... Dann können wir eigentlich noch hier einen... Ah, es passt eigentlich gerade nicht so gut. Boah, das... Das ist eine komische Linie irgendwie, ne? Nee, das machen wir sinnvoller. Wenn wir dann, ich dachte, wir können über die Autobahn fahren, können wir aber offenbar nicht. Dann werden wir gucken, dass wir hier diese Haltestellen auch mit einbinden. Und dann werden wir über die Industry Zone. Gut, die sind alle schon abgedeckt. Hierüber. So, 12 Haltestellen, das passt. Speichern. Und die werden wir jetzt abfahren. Fahrt starten. Ah ne, müssen wir erst noch einen Fahrer zuweisen. Das ist wichtig. So, wir fahren heute mal wieder mit dem...
Nee, nicht Citao K. Wir fahren heute mal wieder mit dem MAN, würde ich sagen. Mit dem MAN sind wir schon echt lange nicht mehr gefahren. Fahrkartenautomat an, Spiegel, Rundfahrt wollen wir, glaube ich, nicht machen. Das können wir mal irgendwie in einem Stream oder sowas machen. Fahrt starten. So, mal gucken, wie das Hafengebiet aussieht. Wir haben jetzt alle vier Haltestellen damit in diese Linie eingebunden. Es fehlen immer noch Busse, ne, die freigeschaltet werden müssen. Das wird jetzt eine ziemliche Fahrerei mit dem Bus, aber naja. Was willst du machen? Guten Tag. Reinspaziert. Eine Fahrkarte bitte. Armer Standardwoche. Bitte. Bitte. Sehr gütig. Gut, dass es alle passend haben. Das ist ein glücklicher Busfahrer hier. Glücklicher Manni. Alle Busfahrer heißen Manni. Das wissen die wenigsten. So, und dann fahren wir nämlich auch am alten Sägewerk vorbei, glaube ich, ne? Ich habe jetzt nicht so bei der Linienerstellung drauf geachtet, aber das ist ja meine zweite Heimat, ne? Beziehungsweise die zweite Heimat von der gesamten Stadt, hat man das Gefühl. Ja, oh, ich war gestern im alten Sägewerk. Das war nicht gut. Da korrigieren wir nochmal. So. Perfekte Halteposition. Armer Senior Einzel. Natürlich können Sie eine Fahrkarte haben. Ach, Sie auch nochmal. Natürlich kriegen wir. Auch Sie nochmal, Senior Einzel. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn die auch hier alle einsteigen würden und das Ticket vorzeigen würden, wie das so in Deutschland in vielen Städten ist. Ist ja nicht in allen Städten so, ne? Bei manchen kann man auch einfach hinten einsteigen. Aber in vielen Städten ist es ja so, dass man vorne einsteigen muss und das Ticket zeigen muss. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie Rollstuhlfahrer oder hat irgendwie sein Fahrrad dabei oder so. Kann man natürlich auch hinten reinräumen, aber so grundsätzlich ist es so vorgesehen. So, die Ampel ist grün. Ich finde die Linienführung jetzt irgendwie ein bisschen unnötig. Aber gut. Wenn in Oakville die Arbeiter wohnen, dann müssen die ja auch irgendwie da hinkommen. So, die nächste müsste, glaube ich, das alte Sägewerk sein. Ich glaube, also wenn wir jetzt wirklich in jeder Folge, also vorausgesetzt, wir würden es schaffen, da war ein Schlagloch, da musste ich mal schnell ausweichen. Danke fürs Warten, Gegenverkehr. Wenn wir jetzt wirklich in jeder Folge einen Bus kaufen würden, vorausgesetzt, es würde funktionieren, was ich nicht glaube. Also ich denke eher, dass wir alle zwei Folgen höchstens einen Bus kaufen können. Aber vorausgesetzt, es würde funktionieren, dann wären wir, glaube ich, relativ schnell reich, weil jede Linie bringt ja ein bisschen Geld ein und eigentlich sind die Linien auch soweit profitabel, glaube ich. Also, ja. Altes Sägewerk. Partymeile Nummer 1. Wo soll das hier sein? Wo ist hier das alte Sägewerk? Ah, hier. Muss mal kurz erkunden. Kann man hier irgendwie hingehen? Kann man hier irgendwas entdecken? Ist hier irgendwas? Hier sind ja auch relativ viele Leute, ne? Da oben müsste es ja sein. Das ist das alte Sägewerk. Ich guck mal, ob man da irgendwas machen kann. Könnte ja sein. Hm? Hm. Ah, hier ist der Einlass. Okay. Nee, hier kann man leider nichts machen. Schade. Aber cool, dass sie das hier überhaupt so nachgebaut haben. Viele hätten das maximal so angedeutet. Also wenn überhaupt, weil das sieht man ja von der Straße eigentlich gar nicht richtig. Krass, krass. Naja, waren wir auch mal im alten Sägewerk. Ist der Parkplatz? Ja, interessant.
Wir müssen uns beeilen, wieder zum Bus zurückzukommen. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn man jetzt tatsächlich irgendwas erlebt hätte da, irgendeine Überraschung. Aber gut. So, altes Sägewerk haben wir auch besichtigt. Coole Party-Location. Können wir wieder zurück zur... Oh, da stautet sich schon. Mensch, überholen Sie mich doch. Sie sehen doch, dass ich kurz am Sägewerk war. Ah, Sie warten hier immer noch. Was wollen Sie denn? Einmal Studentenwoche. Dann mache ich Ihnen dann mal fertig, weil Sie es sind. Ich habe heute meinen sozialen Tag. Verspätung in meinem Bus? Wie kommt das denn zustande? Kann nicht sein. Der Oakstraße. Immer mehr Busse kommen einem hier entgegen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Das Geräusch, wenn man über Pfützen fährt, finde ich noch etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist nicht realistisch, glaube ich. Oh, das war ein Schlagloch. Bis jetzt bin ich souverän allen Schlaglöchern ausgewichen, aber das habe ich mitgenommen. Da ging nix. So. Guten Tag, kommen Sie rein. Einmal Standard-Einzel. Tag Standard. Bitte. Haben wir eigentlich jemals die 5-Cent-Stücke gebraucht? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ach ja, jetzt fahren wir durchs landwirtschaftliche Zentrum, dann fahren wir durchs Industriegebiet. Und am Ende fahren wir dann ins Hafengebiet. Ups. Hier halten wir nicht. Haben wir doch glatt den Randstein mitgenommen. Aber das wird in der Realität auch ständig gemacht. Es ist nicht angenehm, es ist auch nicht gut für den Reifen. Aber es wird gemacht. Da ist ein Blitzer. Hier hätten wir auch noch locker eine Haltestelle einbauen können. Naja, wir durften nur 12 maximal, ne? Wollte ich auch sagen. So, einfach mal mutig reinfahren in den Verkehr. Immer wichtig, wenn er mal den Führerschein macht, immer erstmal mutig reinfahren. Nee, natürlich nicht. Gucken und dann reinfahren. So wie ich das gerade gemacht habe, ist natürlich ganz falsch. So, hier dürfen wir wieder geschmeidige 70 fahren. Dann nutzen wir das auch. Ja. Ihr habt auch oft gefragt, ob das hier 900 Grad Lenkräder unterstützt, das Spiel. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Das Problem ist, ich habe die Lenkrad-Einstellungen... etwas komisch. Ich habe das noch nicht ganz geblickt, wie das funktioniert. Denn wenn ich eine komplette, also ich mache mal kurz eine komplette Lenkradumdrehung. Sollte ich vielleicht nicht fahren. Das ist dann so. Das ist nicht mal eine halbe Lenkradumdrehung im Spiel. Da muss ich nochmal basteln. Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, aber ich weiß es im Moment nicht. Force Feedback gibt es leider auch nicht. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Das würde ich mir noch wünschen. Weil dann kommt erst das richtige Feeling auf. So, dann ab in den landwirtschaftlichen Bezirk. Und dann... sammeln wir da die nächsten Fahrgäste ein. Ich denke, das wird eine ganz profitable Linie auch wieder hier. Shit. Zu spät gesehen. Mist. Das ärgert mich. So.
Da war es wieder, das Pfützengeräusch. Oh, und da ist unser G. Im Spiel ist es so, dass die Erdgasbusse günstiger im Unterhalt sind, glaube ich, als die Dieselbusse, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal Standard Einzel. 22. Bitte. Und dann geht's weiter zum Heuschuppen. So. Hier rein. Oh, wir haben die Verspätung locker wieder reingeholt. Das freut mich. Ja, ist eine längere Linie, ne? Aber der Hafen kommt ja gleich, dann sehen wir auch das Hafengebiet. Also strategisch finde ich das sehr intelligent in Teilen gemacht, das Spiel. Man merkt, dass die Entwickler und vermutlich vor allen Dingen der Publisher möglichst viele Leute hier ins Boot holen wollten. Leute, die Mercedes-Busse mögen, Leute, die MAN-Busse mögen, Leute, die Überlandstrecken mögen und Leute, die Stadtstrecken mögen, Leute, die das einigermaßen realistische Busfahren mögen und Leute, die einfach ein bisschen Blödsinn in so einem Bussimulator machen wollen. Also das ganze Ding ist ein riesiger Kompromiss, eine Studentenwoche. Und deckt riesig viele Bereiche ab. Bitte. Ja, das muss man natürlich sagen. Das muss man dem Spiel zugute halten, wenn man das als Pluspunkt ansehen will. Aber es positioniert sich natürlich damit auch nicht so ganz klar, ne? Denn irgendwie will man dann alle irgendwie so mit ins Boot holen, habe ich so das Gefühl. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Die Zuckerfabrik. Da nasche ich öfters mal. Wenn man einen schlechten Tag hatte, aber in die Zuckerfabrik. Gestern Nachmittag im Schwimmbad und die ganze Nacht im alten Sägewerk. Es ist wieder soweit. Das alte Sägewerk ist mal wieder Stadtgesprächsthema. Hier will keiner aussteigen. Ein Ding. Eine Zuckerfabrik. Kein Arbeiter am Start. Oh! Ich muss es nochmal umändern. Die Linie. Da steht jetzt was Falsches. Das werde ich nochmal umändern. Das wusste ich nicht. Da muss man die Zahl dann nochmal an einer anderen Stelle, glaube ich, eingeben. Okay. Dann ab ins Industrieviertel und danach zum Hafen. Ich glaube, es sind noch 3 Haltestellen bis zum Hafen und im Hafengebiet selbst sind es, glaube ich, insgesamt 4 Haltestellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Naja, wir werden es ja gleich sehen. Oh, da ist ein Blitzer. Müssen wir ein bisschen vernünftig fahren. Hier müsste irgendwo auch nochmal einer sein, glaube ich, ne? Bootsbauergasse. Oh, da war es wieder, das gute alte Schlagloch. Schlagloch. Ah, wieder ein Randstein. Mist. Wir müssen im Level aufsteigen, damit wir den neuen Bus freischalten. Aber das gestaltet sich ja jetzt doch irgendwie schwieriger als gedacht. Natürlich. Perfektion ist mein zweiter Vorname. Grüße Sie. Wieder keiner, der ein- und aussteigen will. Ich werde bekloppt. Vielleicht sollten wir uns das doch nochmal überlegen, ob das so eine sinnvolle Sache war. Ah, wir haben nur eine Haltestelle in dem Industriegebiet, okay. Na dann gut, dann war es ja doch relativ sinnvoll. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Ja,
das kann ich mir vorstellen, bei dem Wetter. Wobei heute hat es gewittert, aber. Also jedenfalls bei mir. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Mensch. Fahren Sie raus, fahren Sie auf die Kreuzung. Sagen Sie mal, soll ich schieben helfen? Es steht hier alles. Fahren Sie. Sehen Sie das? Die fährt einfach nicht. Oder der. Ah, jetzt doch. Wir können weiterfahren. Man muss einfach mal, wenn man die Vorfahrt nicht unmittelbar bekommt, dann muss man sie sich manchmal auch einfach nehmen. Ich meine, wir hatten ja gar keine Vorfahrt, aber... Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. So. Okay. Hafenverwaltung. Hm? Stau, 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 Stau. Ah, jetzt geht's weiter. Das Hafengebiet sieht von weitem schon mal ganz cool aus. Ich hoffe, dass es von nahem auch so cool aussieht. So. Ah, da sind sie wieder. Die Geschwindigkeits... Oh nein, ich bin Hügel. Guten Morgen. An die eingeschlafene Person da hinten. Oh, da tummelt sich's auch schon. Alle Verwaltungsmitarbeiter wollen mitfahren. Sehr pünktlich, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Machen Sie es gut. Okay. Und weiter geht's. Die letzten Haltestellen auf dieser Route. Ja, das ist tatsächlich eine längere Route geworden. Aber wenn wir so weitermachen, haben wir relativ fix dann auch das nächste Gebiet freigeschaltet. Ich bin richtig drin gerade irgendwie. Also Spaß macht's schon, das Spiel. Das muss man schon sagen. Mir gefällt die Idee ganz gut, dass man irgendwie so ein Ziel hat in dieser Bussimulation und sich irgendwie so, ja... hocharbeiten kann. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Wirtschaftssystem oder mit diesem Management-Part zu tun, sondern dass man selbst irgendwie so Ziele hat, wo die man dann so abarbeiten kann, so Aufgaben. Ich finde es ein bisschen primitiv, wie es hier gelöst ist. Ich fände es cooler, wenn man auch mal so Spezialaufträge hätte. Das heißt, irgendwie ein Fußballspiel ist irgendwie in der Stadt und da muss man irgendwie einen Sonderverkehr fahren oder sowas und wird dafür dann auch extra belohnt. Oder so in der Art. Das fände ich ein bisschen cooler. Oder Schienenersatzverkehr, ja. Die Leute sind gestresst, da muss man sich auch eine ganze Menge anhören. Also solche Sachen fände ich eigentlich ein bisschen cooler, aber es ist besser als nix, so wie es jetzt hier umgesetzt ist. Ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Menschenskinder, fahr zu! War mal Standard-Einzel. Bitte. Dann fahren wir weiter zu Pier 1. Na, das Hafengebiet sieht ganz schick aus. Die KI-Autos gefallen mir noch immer nicht, also... Mit denen kann ich mich anfreunden. Die sehen sehr, sehr schlecht aus. Ich finde das immer gut, wenn die so ganz nah an realen Modellen gebaut sind. Aber das ist ja, das ist nix hier. Die LKW sehen blöd aus. Naja, das erfreut mich nicht so ganz. Da könnte man nochmal überarbeiten. Das fände ich ganz klasse. Ganz schnieke.
So. Guten Tag. Der Busunternehmer Ihres Vertrauens ist am Start. Tschüss. Tschüss. Armer Standard 1, ey. Bitte. Für eine Station wollen Sie jetzt noch... Na gut, ist Ihre Entscheidung, ne? Ich will Ihnen da nicht reinreden. Ja, kaum zu glauben. Bitteschön. Und zwei gibt's zurück. Okay, da oben sieht man auch nochmal dieses Büroviertel. Dieses Astra-Viertel oder dieses Speichenviertel. Das ist auch ganz nett, dass man das hier nochmal sieht. Das finde ich schön. Fahren wir nochmal, oder? Hm. Ah, okay. Und dann geht's weiter zu den Ressel-Lagerhallen oder so ähnlich. Wir werden es gleich sehen, was es genau ist. Ist bestimmt wieder gleich ein Blitzer irgendwo. Ressel-Lagerhallen. Ich fahre noch ein bisschen vor, glaube ich. Perfekte Halteposition. Na, das hat sich doch gelohnt, nochmal vorzufahren. Na, das alte Sägewerk ist mal wieder Thema. In Funk und Fernsehen, beziehungsweise im Bussimulator. So. Die schwarzen Stopptaste, wer kennt sie nicht im Bus, ne? Zwinker, zwinker. Naja. Das zum Thema Innenraumrealismus hier im Bussimulator. Wir schauen mal, was rausgekommen ist. Solide Leistung, muss man sagen. So, Level 14 ist auch schon in Sicht. Wenn wir nochmal so gut fahren, dann haben wir es schon. Ich schau mal. Das hat nicht geklappt. Ich muss es nochmal fahren. Ich glaube, weil der Mitarbeiter von einer anderen Linie kam. Ist aber nicht so schlimm. Das mache ich dann nochmal offscreen. Wir werden uns in den nächsten Folgen um die anderen Linien noch kümmern. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!